zur Essen Motorshow. Mittlerweile neigt sich das Ganze der Halbzeit. An der Stelle würde ich gerne als allererstes nochmal auf den Ton eingehen. Selbstverständlich haben wir diverse Mikrofone dabei, sowohl Richtmikrofone zum Anstecken als auch Funkstrecken und Rekorder zum Anstecken an mir oder dem Gesprächspartner. Das Problem ist nur, auf dieser Messe wimmelt es nur so von funkgesteuerten Mikrofonen, Lichtanlagen und. Und wir haben einfach so viele Störfrequenzen in der Halle drin, dass wir beim ersten Video mit den Funkstrecken gemerkt haben, dass da so viele Unterbrecher drin sind, dass ihr da am Ende noch weniger Spaß dran hättet. Also wir geben wirklich unser Bestes, immer möglichst laut und direkt ins Mikrofon zu reden. Aber zur Sekunde haben wir leider keine besseren Möglichkeiten, den Ton noch besser hinzukriegen. Aber ich denke mal, unterm Strich reicht es ja auch so. Könnte natürlich besser sein, aber ich denke, man versteht schon, worum es geht. Und das Ganze sollen ja auch wirklich nur kleinere Videos von der Essen Motorshow sein. Und jetzt keine hochwertigen, perfekten technischen Videos, wie wir sonst bringen, die wir natürlich nach der Essen Motorshow wieder wie früher machen werden. Ja, heute gehen wir mal zu Wagner. Die Firma Wagner Tuning baut Ladenluftkühler, Downpipes und noch so ein paar Kleinigkeiten. Wagner ist auch in den letzten Jahren extrem gewachsen. Ich glaube mittlerweile wirklich weltweit einer der führenden Firmen, was so Upgrade-Ladenluftkühler für einen fahrzeugspezifischen Verbau angeht. Und deswegen gehen wir jetzt einfach mal rüber in die Halle 8. Die sind gleich vorne am Eingang. Und dann gucken wir mal, was uns da so erwartet. Der Mike ist übrigens heute zu Besuch. Sag mal hallo. Hallo. Mike Harder. Wir müssen unbedingt nochmal ein Video von deinem Kombi machen. Machen wir. Irgendwann mal. Das ist aber leider nicht hier das Jahr, dieses Jahr, das Auto, ne? Nee, leider nicht. Dann gehen wir zu Wagner. Tschüss. Ja, sind wir Firma Wagner Tuning. In der Halle ist es zum Glück auch ein bisschen ruhiger. Das heißt, das sollte vom Ton her eigentlich auf jeden Fall klappen. Aber der ganze Sitz ist auch gut. An der Stelle schon mal vorab. Die Exponate, die Wagner gebaut hat, extrem geil. Sind so kleine Wagen, ähnlich wie man vom Flughafen kennt, die man so aneinander hängen kann und dann werden die so an der kompletten Kette hier herausgezogen. Ich persönlich finde ja auch immer geil, wenn die Leute ihre Ware nicht einfach irgendwie so stumpf an Regalen präsentieren, sondern schon sich was einfallen lassen und was Geiles bauen. Und das ist wirklich geil gemacht. So, der Ben hat jetzt Zeit für uns. Hallo Ben. Hallo Philipp. Grüß dich. Dass du vorbeikommen darfst. Ja. Du machst bei Wagner den Vertrieb. Richtig, genau. Ist der Carsten auch hier? Leider noch nicht, der kommt am Wochenende vorbei, schaut sich alles an, guckt, ob wir ordentlich arbeiten. Ja, hast du leider ein bisschen verpasst, aber vielleicht später. Jetzt. Wir wollten eh zu dir. Nein, ich habe schon mal so grob im Vorfeld ein bisschen erklärt, was ihr so macht. Wir können ja noch mal ganz vorne einmal anfangen. Wie lange gibt es euch schon? Seit 2002 bereits. 2002, also mittlerweile immerhin 16 Jahre. Genau, okay. Schon eine Zeit. Ist schon ein bisschen. Ne? Ja. Womit habt ihr angefangen? Mit Abgasklummer, 5-Zylinder-Serie damals noch. Ne? Oldschool ein bisschen, das war quasi damals Audi Quattro Forum. Ne? Das war so Carsten, wo der damals angefangen hat. RS4 B5-Technik. Ne? Ja, die B5-Technik kann mich noch erinnern. Da weiß ich noch, die ersten Ladeluftkühler, die ich in meiner Limo drin hatte, waren so auch noch von euch damals. Ah, okay. Das war so gerade die Zeit, wo das so mit Ladeluftkühlern, mit diesen Carbonführungen und so weiter losging. Genau. Und wie ging es dann weiter? Trümmer, Ladenluftkühler. Genau, dann immer mehr Fokus auf die Ladenluftkühler, neue Modelle. Dann hat ja natürlich die Autoindustrie angefangen, sich zu fokussieren auf turboaufgeladene Fahrzeuge. BMW über die E-Serie hat dann angefangen, N54-Serie, ne, E-Turbo, dann N55 Single-Turbo, dann F-Serie heutzutage. Audi natürlich hat nachgelegt, ne, mit ihrem BTDI zum Beispiel. Und mittlerweile ist das aber alles schon ganz schön groß. Riesengroß, weil ja gefühlt fast jedes Fahrzeug heutzutage Turbo aufgeladen ist. Also Downsizing, ne? Weniger Hubraum, dafür auch Turbo aufgeladen und gefühlt fast jedes Auto. Wie viele verschiedene Produkte habt ihr? Über 80. Über 80 verschiedene. Genau, in Kombination mit anderen Fahrzeugen, Schläuchen etc. wären es dann über 100 bereits. Also nicht nur Ladenluftkühler, sondern komplett mit Downpipes. Genau, mit Downpipes, verschiedene Ladenluftkühler-Konfigurationen, ne? Mit verschiedenen Modellen. Ich habe schon vorhin mal so kurz gesagt, man muss das ja auch immer so sehen, das sind nicht 80 Fittinge oder sowas, ne? Das sind halt wirklich 80 komplett komplexe Systeme, ja. Wo halt, ich hätte jetzt so aus dem Bauch raus gesagt, im Schnitt wird wahrscheinlich so ein Produkt aus
8 bis 12 Teilen oder so bestehen, ne? Genau, kommt auf die Schläuche an, die Schlauchschellen zum Beispiel, Halterung, Schrauben etc. Dann gibt es natürlich auch Ladeluftkühler, gerade BMW F-Serie, die passen bei ungefähr 25 verschiedenen Modellen, vom 1er bis zum 5er. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Ihr macht alles in-house, also sowohl das Engineering, die Zeichnung, Teil von der Fertigung und. Ist quasi alles bei euch hier in Deutschland. Richtig, angesiedelt. Genau. Alle Schweißarbeiten können wir selber nicht mehr abdecken, weil wir viel zu groß geworden sind. Ne? Wir verlassen uns da auf Zulieferer aus unserer Umgebung, aus Deutschland. Und gerade im Bereich Guss, ne? Endkästen-Gussverfahren, wir haben natürlich keine Eingegießerei, das ist so nicht zu verwirklichen, aber alles aus unserer Region. Ja, ja. Und euer Lager ist ja mittlerweile auch ziemlich groß. Es sieht groß aus. Platz aus allen Nähten, ne? Aber wir müssen nochmal anbauen wahrscheinlich. Weil das ist ja immer so ein Punkt, was besonders wichtig so, ich sag jetzt mal, für die Kunden und die Szene ist, dass natürlich auch immer wieder was nachkommt, die Leute, die warten müssen. So, richtig, ne? Genau. Da muss man sich vorstellen, Wagner-Tuning in Deutschland, wir haben ja noch einen Industriestandort in den USA und wir bedienen derzeit über 3000 Händler weltweit. Ne? Also nicht nur Deutschland, Europa, sondern auch die USA ist ein riesiger Platz, Südamerika, jetzt neuerdings China, Taiwan, ne, Malaysia, Singapur, Indonesien, Japan, ne, das ist ein riesiger Markt nochmal. Also ihr habt euch wirklich schon weltweit in den letzten Jahren Namen gemacht und ist schon überall vertreten. Ne? Genau, also wir sind schon bekannt als Wagner Tuning, der Hersteller für Hochleistungsladeluftkühler und die Leute lieben unsere Produkte. Gibt es noch irgendwas, wo ihr gerne hinwollt? Irgendwelche Ziele, irgendeinen Traum, irgendwie sowas in der Richtung? Also wir versuchen uns natürlich immer stets zu verbessern, ne? Immer die neuen Gegebenheiten anzugehen. Wir nehmen auch alte Sachen an und verbessern die wieder. Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, über den RS4 B5. Und da haben wir zum Beispiel, das ist ja fast 10 Jahre alt, dieses System. Ja, ja. Und da haben wir eine Generation 2 jetzt rausgebracht. Ne? RS4 B5 Generation 2, die alten Systeme hatten Bar-and-Plate-System, wie es damals üblich war. Und jetzt haben wir natürlich neue Verfahren in der Flow-Simulation, neue Werkzeuge haben wir, ne? Neue Ingenieure, neues Wissen dazu. Und da haben wir uns jetzt vor kurzem entschlossen, dann eine neue Serie rauszubekommen, die auch mit TubeFin dann arbeitet. Ne? Das ist erstmal die Generation 2. Und darüber hinaus, für die großen Jungs, wie du mit deinen großen Umbauten, ne, gibt es ja einige in Deutschland, haben wir dann noch ein Evo 2, noch ein größeres System, was mehr, sag ich mal, Turbo aufgeladenes Volumen nochmal verarbeiten kann. Bis wie viel PS ist der freigegeben ungefähr? Der Evo 2, der soll dann bis 1200 PS freigegeben. Genau. Ja, das wäre dann bei mir nämlich wieder so grenzwertig. Oh, okay. Grenzwertig. Ja. Und ist aber da bei euch wahrscheinlich wieder was Plug and Play passt, ne? Ich sag mal zu 80%. Leichte Anpassungsarbeiten, genau. Mhm. Ich sag mal, dein System ist natürlich überhaupt nicht zu vergleichen mit den normalen Systemen. Deswegen, aber ich sag mal, für den Durchschnitts 1000 PS-Fahrer, ne, ist es genau das richtige System. Und also es ist schon so, dass ihr auch aus Erfahrung immer lernt, besser werdet, neu macht, euch deswegen alte Sachen wieder nehmt, die nochmal neu baut und so weiter. Ne? Richtig, genau. Das ist halt der Vorteil, wenn du ein Hersteller bist, der sich, sag ich mal, ganz auf Ladeluftkühler spezialisiert hat und nur den Fokus darauf hat. Wenn du natürlich ein Hersteller bist, der 25 verschiedene Produkte in der Herstellung drauf hast und bist jetzt nicht unbedingt ein Riesenkonzern, da musst du natürlich auch Abstriche machen. Ja. Wir haben natürlich den Vorteil, wir konzentrieren uns auf das eine und das machen wir natürlich zu 100%. Ich gucke die ganze Zeit hier auf diesen Endkasten drauf. Ja. Da können wir das schön nochmal zeigen. Das ist ja auch nicht jetzt einfach aus ein paar Blechen Alu zusammengeschweißt, wie man es auch öfter sieht, sondern das ist ja schon ein richtiges Modell, sage ich jetzt mal. Genau, es ist eine Freiform-Aluguss. Ja. Und das hat natürlich auch den Vorteil, die Druckfestigkeit ist gegeben. Ne? Du hast viel Material und du kannst natürlich auch diese strömungsoptimierte Form, ne? Je nachdem, wie der Ingenieur das haben möchte, was für ihn am meisten Sinn macht, kannst du aus diesem Guss natürlich fertigen. Werden alle Ladeluftkühler von euch flowmäßig vorher berechnet, optimiert und so weiter? Oder könnt ihr da manche auch einfach aus Erfahrung schon konstruieren und sagen, das passt so? Nein. Jedes Mal wird es neu berechnet. Wir haben da auch ein spezielles Flow-Simulationsprogramm. Und einfach mal für die Zuschauer zu Hause, dass ihr mal so eine Vorahnung habt, wieso das so lange manchmal dauert, bis ein neues Produkt kommt. Die Ingenieure berechnen auch in Kombination natürlich mit dem Netz und den äußeren Gegebenheiten, lassen den Programm ablaufen und das rechnet auf unseren internen Server bei uns teilweise 3 bis 10 Tage am Stück, je nachdem wie umfangreich das ist. Dann bekommt der Ingenieur quasi eine Rückmeldung, sieht sich das an, wie sieht das aus, sieht zu, muss ich jetzt noch mal was ändern, kann ich was optimieren und dann fängt die Simulation wieder von vorne an. Der lässt es 24 Stunden immer durchlaufen. Und das Netz ist aber dann immer das gleiche oder variiert ihr mit dem Netzaufbau und so weiter? Nein. Also jedes Mal wird ein neues Netz auch angefertigt, je nachdem für welche Anwendung.
Das hat einen Vor- und Nachteil. Der Nachteil ist natürlich, du hast unheimlich viele Werkzeugkosten, weil du alte Werkzeuge nicht nochmal nutzen kannst. Der Vorteil ist natürlich, du hast eine 100%ige Ausnutzung des Netzes auf die spezifischen Anforderungen des Turboladers oder des Fahrzeugs an sich im Bauraum. Ne? Und darauf kommt es hier an. Ich würde liebend gerne auf diese verschiedenen Netztypen jetzt eingehen. Ich denke aber, das würde hier auf Essen Motor Show auf jeden Fall den Rahmen sprengen. Ja. Das müssen wir eher in Ruhe irgendwann nochmal durchgehen. Wo ich auf jeden Fall nochmal drauf hinaus will, viele Leute werden sich fragen, warum baut man einen Ladenluftkühler hier so L-förmig um die Ecke? Weil das sieht man ja auch nicht so häufig. Ja. Das liegt daran, dass ihr vor Ort alle Autos auch immer wirklich vermisst. Genau. Und dann den Kühler quasi in dem möglichen Bauraum maximal groß konstruiert. Genau, also wir haben 5-Achs Faro-Arm, ne, dann nehmen wir das quasi digital auf, auch taktil. Und dann kann der Ingenieur vor Ort am Computer, hat er quasi ein 3D-Modell und kann in diesem vorhandenen Bauraum, den er vorher aufgenommen hat, kann er den rein modellieren und kann, sag ich mal, zu 100% diesen Bauraum auch nutzen. Ne? Finde ich auch extrem interessant. Muss ich mir unbedingt irgendwann bei euch mal angucken. Ja, sehr gerne. Bist jederzeit willkommen. Vielleicht im neuen Jahr kommst du mal vorbei und dann machen wir nochmal ein Video und dann schaut euch das mal an. Mit ein bisschen Ruhe. Damit die Zuschauer so ein bisschen ein Zeitgefühl bekommen, wie lange dauert das zwischen dem ersten Grundgedanke, bis das fertige Produkt dann wirklich hier am Regal hängt? In der Regel, ich sag mal, wir nehmen es auf im ersten Monat 6 bis 8 Monate. 6 bis 8 Monate. Je nachdem, wie die Prototypen auch ausfallen dann, ob wir nochmal nachbessern müssen. Wir sind da sehr, sehr penibel. Ja, ja. Problematik ist natürlich, da nochmal ein Sorry an alle Kunden, die immer auf Ladeluftkühler Neuerscheinungen warten müssen, gerade wie beim FK8 zum Beispiel. Uns geht es darum, wir möchten oder wir haben den Anspruch, der beste Ladeluftkühlerhersteller zu sein, aber nicht unbedingt der schnellste. Ja, und das muss man so ein bisschen abwägen. Und natürlich tut es uns auch immer leid, wenn die Kunden länger warten müssen auf neue Entwicklungen. Aber dafür natürlich auch die Garantie und 100% das Produkt, was dann auch 100%ig funktioniert. Und eigentlich zählt ja auch am Ende nur, dass der Kunde dann auch wirklich zufrieden ist, ne? Und halt auch einfach das beste Produkt hat. Richtig, genau. Und das kann man auf jeden Fall dann auch mit gutem Gewissen den Kunden so anbieten. Ich habe schon öfter immer was gelesen. Ihr habt ja einmal eine normale Edition und teilweise auch eine Competition Edition. Genau, es gibt eine Performance. Variante und eine Tube, eine Performance-Variante und eine Competition-Variante. Der Unterschied liegt in der Netzkonstruktion. Eine Performance-Variante, dabei handelt es sich um ein Barn-Plate-Netz, bei der Competition-Variante um ein Tube-Fin-Netz. Grundsätzlich der Unterschied, ein Barn-Plate-Netz kann quasi händisch zusammengebaut werden, dazu braucht man nicht nochmal Werkzeuge. Und beim Tube-Fin, da brauchst du quasi nochmal Werkzeuge, um das zu... genau, ist ein bisschen komplizierter mit den Motherboards an der Seite, da brauchst du Schwanzprofile. Für den Kunden ist halt entscheidend, ein Tube-Fin-Netz, ein Competition-Netz, ist ungefähr 30% leichter als ein Barn-Plate-Netz. Das ist erstmal die erste Geschichte. Und daraus resultierend ist natürlich der geringe Materialanteil im Competition-Netz. Daraus resultieren, du hast weniger thermische Einlagerung. Das heißt, das System kann weniger thermische Energie aufnehmen und heizt sich nicht so stark auf wie ein Barn-Plate-Netz. Das kommt natürlich immer auf die Anwendung an. Es wird jetzt ein bisschen tiefer, ich nehme jetzt mal kurz 30 Sekunden Zeit. Wenn ihr zum Beispiel auf Autobahn fahrt oder Rennstrecke, dann ist es natürlich unter diesen Vollgas-Momenten, die dort häufig herrschen, ist es wichtig, dass das System nicht zu viel thermische Energie aufnehmen kann durch den geringen Materialanteil. Wenn ihr nur Viertelmeile fahrt zum Beispiel oder wie die amerikanischen Freunde aus dem Highway, die machen 2-3 Puls, filmen sich da ein bisschen und dann ist gut, dann fahren die wieder ihre 55 Meilen, dann ist das Barn-Plate-Netz okay, dann kann man das so machen. Wir geben immer quasi den Hinweis für deutsche Kunden, für unsere Applikationen hier in Europa, würde ich immer, oder für Rennsport auch, würde ich immer den Competition-Ladeluftkühler empfehlen im Tube-Fin-Design. Gibt es alle Versionen als Competition? Ja. Also ihr habt immer quasi Basis und Competition. Genau, in Zukunft gab es die Überlegung, ob wir vielleicht nur noch Competition machen, nur die ganz, ganz hochwertigen Systeme. Problematik dabei, unsere amerikanischen Kollegen, die sind da noch nicht so weit, na, die sind noch nicht so fortschrittlich wie wir Europäer. Die wollen noch ein bisschen Geld sparen. Die wollen noch ein bisschen Barn Plate fahren, genau. Also das müssen wir schauen, wie es auch in Zukunft macht. Ja, cool. Extrem komplexes Thema auf jeden Fall. Müssen wir auf jeden Fall nochmal in Ruhe vor Ort darauf eingehen. Interessiert mich selber nämlich auch sehr, gerade diese verschiedenen Netzaufbauten. Ihr habt auch so ein paar Modelle hier, was das Netz angeht. Genau. Das würde aber auch den Rahmen sprengen, wenn wir da drauf eingehen. Ist auch von der Akustik her, glaube ich, ein bisschen zu laut, um das jetzt wirklich im Detail zu besprechen. Was ist so euer Streckenpferd? Welchen Ladeluftkühler kennt jeder von Wagner? So der bekannteste, der am meisten verbaut ist. Ich
würde behaupten, der Golf 7 Ladeluftkühler und der BMW-Kühler, so Rang 1 teilen die sich. Hätte ich jetzt 1:1 auch, also vor Jahren hätte ich natürlich auch gesagt, die RS4-Kühler. Genau. Die waren, gefühlt ist jeder diesen RS4-Kühler gefahren vor 10 Jahren. Da waren natürlich die Autos auch noch beliebt und jeder hat getuned und so weiter. Ja, ja. Und klar, Golf 7 ist jetzt natürlich ein Auto, wo definitiv. Bis wie viel PS geht der im Golf 7? Momentan ist es so, der Kollege von HGP Turbo, der Martin, die fahren derzeit Setups mit 520 PS. Da nochmal Dank an HGP Turbo an der Stelle, dass die sich für unser System auch entschieden haben und haben viele Systeme auch getestet und wie gesagt, die fahren konstant 520 PS. Ja, cool. Dann hoffe ich euch, das hat euch gereicht als kleinen Einblick in die Firma Wagner Tuning und danke, dass ihr Zeit genommen habt. Danke fürs Vorbeischauen und wir sehen uns nächstes Jahr 2019. Du bist eingeladen, Wagner Tuning in Rottleben, der Hersteller für Hochleistungsladeluftkühler. Danke für deinen Besuch. Ciao. Jetzt habe ich beim Weggehen gerade noch eine Sache gesehen, die will ich euch auf jeden Fall zeigen. Komm noch mal kurz her. Ich bin da. Was ist das? Das ist eine innere Luftführung, die gewährleistet, dass die Luft, die eingeströmt wird, ne, also von verdichteter Seite, dass sie gleichmäßig im Netz verteilt wird. Golf 7 Ladeluftkühler. Hat wahrscheinlich auch wieder was mit Optimierung zu tun, sage ich jetzt mal. Richtig, dass genau. Ihr gemerkt habt, hier muss unbedingt dieses Luftleitblech rein, dass das Netz vernünftig angeschlossen wird. Genau, rein physikalisch betrachtet, normalerweise ist es so, wenn die Luft hier unten einströmt, in diesen Winkel, würde die sich auch über eine sogenannte Drucksäule nach oben hin verteilen. Das passiert aber erst dann, wenn hier eine gewisse Stopfgrenze erreicht ist im unteren Bereich. Da wir ein inneres Luftführungssystem eingebaut haben, müssen wir nicht auf die Stopfgrenze warten, sondern die Luft wird sofort nach oben geführt, 50% und 50% nach unten in das Netz. Und das macht natürlich einen riesen Unterschied aus. Finde ich extrem geil, deswegen wollte ich es euch nur noch mal kurz sagen. Ja. Ciao.